Herzlich willkommen zum nächsten Video mit diesem schönen Hintergrund. Ja, diesmal seht ihr das Leben da im Camp und dann die Weiterfahrt ein bisschen Piste. Und dann gibt es noch auch Drohnenaufnahmen. Okay, dann let's go. Etwa vor einer Stunde an der Tal seien hier die LKWs Schweizer durchgefahren. Da über die großen Dünen. Ja, das getraue ich mich nicht. So, ich laufe mal den Sprudern nach von diesen zwei Tracks. Bis hierher würde ich es auch schaffen. Aber dann. Der Sand ist schön hart da. Aber das da wäre wohl zu gleich für mich. Das hier. Ja, da muss man schon ordentlich Schwung mitnehmen, das ist extrem steil. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Ich komme ja nicht mal zu Fuß richtig hoch. Die zwei haben 4x4. Zack, und oben sind sie. Das macht Spaß. So, da muss der noch mal zurück und Anlauf holen. Und dann Vollgas hoch. Hier ging es nicht, dann ist er zurück. So, jetzt bin ich auf der höchsten Düne. Also hier in der Umgebung. Es gibt, da hört sie ja auf, es gibt 5 Stück, 8 Kilometer insgesamt. Ja, da ist eine durch. Ein anderer hat da versucht, aber ich glaube, der ist wieder umgedreht. Jetzt kommen 2 Buggys mit Vollgas. Jetzt haben sie angehalten. Eine PET-Flasche mitten in der Wüste, die nehmen wir doch glatt mit. Die ist frisch neu. So, die Jungs sind in der Rallye, mussten aber abbrechen, weil sie zu lang hatten für die Tour. Und jetzt steht eine da ohne Benzin. Benzin habe ich nicht, aber einen Schlauch habe ich für sie. Ich habe einen Vogel zwischen dem Alkohol. Gut geschützt da. Ne? So cool. Ja, ist die Fliegen weg. He? Mach schön sauber. So, da wir hier kein Benzin haben, fahren wir jetzt nach Xar-Gilan. 12 Kilometer auf der gleichen Piste zurück. Und da bei diesem Schild, das habe ich euch auch gezeigt, geht es dann rechts. Dann nochmal 20 Kilometer etwa. Mal gucken, ob sie es schaffen. Nochmal hier zum Gucken meine Spuren, also es sackt da nicht ein, es ist schön weich, wohl da geht es runter, aber also nein, ist nicht weich, er ist hart, der Sand, trotz meinem hohen Reifendruck von 3,3 Bar. So, mal am Tag kein Internet, hä? Oder am Abend. Aber ich kriege trotzdem heute Abend ein Video, ich habe es schon hochgeladen und um 6 Uhr wird es veröffentlicht. Heute, 26. haben wir, bis ihr dieses Video seht, ist, ja, sagen wir mal, vielleicht zwei bis vier Tage kommt dann dieses Video. Was kommt denn da, du, der rappelt dann. Ui, ui, ui. Der fliegt ja auseinander, du. Ach du Scheiße. Krass, wie der tönt. Der fährt gleich weiter um die Zeit. Wahnsinn. Oder parkt er da hinten? Nein, er parkt. Oder auch nicht.
Das ist der Wahnsinn, was die drauf haben. Ne? Engie Smart. Oh, Wahnsinn. Der ist hochgekommen. Ne? Da kommt wieder ein Boogie. Oh, Wahnsinn. Den sieht man von weit. Was macht der? Ach, sieht es nicht schön aus, die Sarah. Und da kommen die nächsten. Das sind Jeep, klar. Ja, die kommen alle zum Essen. Ich esse auch hier. Was kostet es? 8, 9 Euro so. Wie Ameisen. Ne? Die sind vermutlich alle von der Rallye da. Schätze ich mal. Noch nie vorbei, kommen die nächsten. Das sind, glaube ich, alles Franzosen. Ja, Wahnsinn. Wie viele? Das sind jetzt etwa 12 bis 15 Stück. Nochmal drei. Der hat das beste Licht. He? Mann, oh Mann, du, in der Dunkelheit, da sieht er gar nichts. So, jetzt kommen noch zwei Trucks. Ein Unimog. Und noch einer. So, hier ist richtig was los. Da sind zwei verschiedene Gruppen. Die eine sind an der Rallye, die andere nicht. Das ist sogar eine Frauengruppe. Da wird gegrillt. Ich warte eigentlich bis Essen hin. Alles Französisch sprechende. Ja. So, ist morgen um 6:30. Es ist jetzt gerade hell geworden und das ist das Camp. Ein Frauencamp, da sind etwa ja, 30, 35 Frauen mit den Chips da. Wunderschön. Die Hunde haben wie immer draußen geschlafen hier. So, die Frauen machen sich stark klar. Frauencamp, jeder bläst den Luftfilter aus. Also alle blasen den Luftfilter aus. Interessant. Manche kriegen ihn nicht raus und dann helfe ich ihnen. Ja, die haben Spaß. Frauenpower. Und das Lustige ist, sie lassen den Motor immer laufen, wenn der Kompressor läuft. Haben sie wohl auch so gelernt. Die hatte sogar einen Platten, jetzt wird da wieder aufgepumpt. Ja. Nicht schlimm. So, da braucht die nächste wieder Hilfe. So, die bringen noch Hilfsgüter, verladen sie jetzt
und bringen es nach Dus. Camp ist voll. Da ist eine andere Gruppe, eine Vierergruppe. Die fahren jetzt alle über die großen Dünen und lassen den Druck runter. So, ich habe ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, wie die Buggys und auch Jeeps hochgefahren sind. Aber das geht gar nicht so einfach. Also, das ist mehr Arbeit als Vergnügen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mal gucken, wie es der Truck dann macht. Hier. Sie haben die Reifen drunter geschmissen und fast die Menschen erschossen damit. Der Tanklastwagen ist hier. Die pumpen da Diesel ab. Da sieht man diese Schaufeln. Aber bei Stein gehen die kaputt. Sind wir gute Kurse?
man muss Farbe bekennen. Jetzt die Schweizer Fahne mit der Fischerroute habe ich ja auch gefunden. Ich weiß auch, wem sie gehört, den Schweizern. Ja, vielleicht sehe ich sie ja wieder. Aber jetzt bin ich offiziell erkennbar. Pour pouvoir réaccélérer, vous pouvez mettre la troisième. Il y a des moteurs qui sont surpuissants qui peuvent le faire, hein, comme les moteurs de AGG 80. Ce sont des moteurs très très puissants et très souples. Moi je prends un paysage, hein. C'est ouais, ouais. La largeur. Hein. So, schön war's. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg. Wieder 12 Kilometer zurück bis zur Kreuzung und dann geht's nach Xargilan. Hinten sieht man den Timbain, der Berg. Von da geht's zum verlorenen See links runter. So, ich fahre jetzt eine alte Piste auf der Suche nach der Spur, die nach Xargilan führt, aber ich habe ja GPS. Ja, da hat es überall Spuren, alte Spuren, kreuz und quer. Gar nicht so einfach, die Hauptpiste zu finden. Da hinten ist sie. Ah, da ist sie. Jawohl. Nein, das ist sie nicht. Das ist eine alte. Die läuft genau parallel 500 Meter daneben. Ja, nur jetzt muss ich halt da durch. Ihr seht, da geht sie geradeaus. Es gibt immer wieder Dünen, die halt dann im Weg stehen. Nicht überfahren, weil ich will jetzt nicht unbedingt stecken bleiben. So, ich suche mir die neue Piste, weil das ist mühsam. Da ist alles verwachsen. Die ist mehr links. Ja, das war eine dumme Idee. Hä? Jetzt habe ich sie, jawohl. Die Piste. Aber bis ich die jetzt hatte, Mann.
So, nach einer kurzen Pause mache ich mich weiter auf den Weg. Es ist etwa 30, 35 Kilometer noch. Ja, das wird dauern, ne? Steil gewesen. So habe ich einen überholen lassen. Ja, man muss sich immer entscheiden, welchen Weg. Spontan gehe ich jetzt da durch, gehe ich da durch. Manche sind besser. Wegmarkierung. So, Dünen, ein paar übersprungen. Da war mal eine Hütte, abgefackelt offenbar. Vorbei. So, zwischen den Dünen eine steinige Passage. Da können einfach die Reifen Schaden nehmen. So, da vorne kommt die Teehütte. Vor 3 Jahren kam ich ja bis dahin, ein bisschen weiter, und dann war vorbei. Und jetzt werde ich schauen, wie das aussieht. So, das war es wieder von mir. Hier ist bereits 30 Grad, es ist heiß, im Auto läuft die ganze Zeit die Klimaanlage und kühlt schön runter. Ja, im nächsten Video seht ihr dann, wie ich die größten Dünen überquere. Es sind so 2 Meter nacheinander, ein paar, so 1,5 Minuten lang. Und ich hatte echt Respekt vor dem, aber ich habe es geschafft. Okay, dann Daumen hoch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.